Herzlich willkommen, Stefan Blader. Es ist mir ein großes Vergnügen, heute den Stefan hier bei uns zu begrüßen, bei Wild But Hard. Weil wenn man Wild But Hard wörtlich nimmt, fällt einem sofort Stefan Blader ein, Pianist und Dirigent und Musiker und Künstler. Und wir und werden hungrig. Und hungrig. Und wir werden jetzt einmal den Stefan fragen. Lieber Stefan, sag mal, wie bist du dazu gekommen, Klavier nicht zu spielen, sondern dass dich Klavier an sich interessiert? Naja, das ist relativ leicht und schnell erzählt. Also mein Vater war in Wahrheit war er Installateur, also er war ein Heizungstechniker. Wir haben als Kinder immer gesagt, ein Heizungsrichter, weil er immer irgendwo Heizungen gerichtet hat. Und der war aber ein unglaublicher Musikfanatiker und ist immer ins Konzert gegangen und hat immer Musik gehört zu Hause und war ein großer Klavierfreund, auch ein großer Fan von Friedrich Gulder. Der hat immer mit uns Musik gehört. Und es war immer so, dass er, wenn er am Abend vom Heizungsrichten nach Hause gekommen ist, dann hat er gewusst, er muss jetzt Zeit mit seinen Kindern verbringen. Hat aber eigentlich hätte lieber Musik gehört und hat das einfach verbunden und hat halt die Kinder zusammengeschnappt und hat mit ihnen Musik gehört. Und da haben wir also von frühester Kindheit an, ich bin aufgewachsen mit späten Beethoven-Sonaten und nicht mit alle meine Entlein. Also wir haben einfach immer mein Vater hat dann bei uns im Kinderzimmer so Lautsprecher montiert, durchgebohrt durch die Wand. Wir waren schon im Bett, er hat sich dann auf den Boden gesetzt bei uns und hat mit uns Musik gehört. Hat aber auf kindgerechten Musikgeschmack keine Rücksicht genommen. Also wir haben Mahler-Symphonien, Bruckner-Symphonien, späte Beethoven-Sonaten und so Zeug gehört. Und da haben wir uns einfach, das war für uns, das war Musik. Was anderes haben wir eigentlich gar nicht gekannt. Und dann sind wir sehr früh auch in Konzerte und in Proben gegangen. Mein Vater hat nämlich als Heizungsrichter das gemacht, was man als Pfusch bezeichnet. Er hat einen Freund gehabt, der hat ihm die Kunden zugeschanzt. Der hat viele Leute gekannt in Wien und mein Vater hat dann am Wochenende schwarz all diesen Leuten ihre Badezimmer und Heizungen und sonstige Sanitäranlagen gebaut. Und da waren unter anderem auch zwei Billeteure vom Musikverein dabei und der Orchesterwart der Wiener Philharmoniker. Und so Leute aus dem Kulturbetrieb, Paula Wessely zum Beispiel, hat sich auch von meinem Vater schwarz das Badezimmer machen lassen. Ich habe sie einmal getroffen ich war noch ein Schulkind und habe sie getroffen irgendwo, wir haben mit dem Schulchor oder was weiß ich, die Umstände weiß ich nicht mehr, und da bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, grüß Gott, mein Name ist Stefan Blader, mein Vater hat Ihnen das Bidet gebaut. Mein Vater hat mich ob der Auswahl der Badezimmereinrichtungen, die ich erwähnt habe, etwas gescholten. Aber so war das. Du, und eine Anziehungskraft zum Klavier, hast du so eine, also ich habe mit dem Theater so eine körperliche Anziehungskraft. Also wenn ich so eine Bühne sehe, dann fühle ich mich gleich irgendwie so hingezogen, so körperlich. Und wenn du hast du so etwas entwickelt fürs Klavier? Weil ein Klavier ist ja so ein Instrument, das steht ja wo, das ist ein konkreter Gegenstand, zufällig auch hier auf der Bühne. Aber ich sage ja nur, hier steht Fazioli drauf. Ja, habe ich schon gelesen, ja. aber gibt es, also hast du so ein körperliches Gefühl gehabt, dass das so etwas ist, wo du dich ausdrücken kannst, wo etwas ist, was da mal etwas sein kann? Also körperlich nicht. Ich habe
ich habe das sehr genossen, dass ich, also ich wollte unbedingt Klavier lernen. Meine beiden Brüder haben dann, sind älter, haben schon Klavier gespielt und ich war 5 und wollte auch unbedingt Klavier spielen. Aber das hat mit körperlicher Anziehungskraft nichts zu tun, das war einfach dieses, ich glaube das Haptische und das Akustische, diese Kombination, das hat mich sehr interessiert und dann habe ich so ein großes Theater gemacht, dass ich auch Klavier spielen will. Das war aber gar nicht so leicht, weil die Klavierlehrerin, die wir zur Verfügung hatten, die hieß Zenzi Wunderer, war eine alte Dame in Bonn am Gebirge, die dann, als sie 70 wurde, den Titel Professor bekommen hat und dann hat sie ihr Türschild geändert von Zenzi Wunderer auf Professor Crescentia Wunderer, weil sie sich irgendwie gedacht hat, mit Professor geht die Zenzi nicht mehr. Bei der habe ich Klavier gelernt und die hatte aber keinen Platz mehr. Und daraufhin hat mein Bruder Wolfgang, der Mittlere, hat gesagt, mir macht es echt keinen Spaß. Hast du auch einen Wolfgang, den Älteren? Heißen deine beiden Brüder Wolfgang? Ja, genau, die heißen alle Wolfgang. Wir heißen eigentlich alle Wolfgang. Heißt du auch Wolfgang? Achso. Nein, der mittlere Bruder heißt Wolfgang, der älteste heißt Michael und ich, ja, wurscht, weiß ich nicht. Den hat es eh nicht interessiert, der hat gesagt, ich höre auf und du kannst meinen Platz haben. Er hat dann sehr erfolgreich Geige gelernt, womit er dann nach 3 Jahren wieder aufgehört hat und ist jetzt Hornist bei den Wiener Philharmonikern. Ah, wirklich? Ja. Der älteste ist Solopauker der Wiener Symphoniker. Also das Infektionsrisiko, wenn man sehr früh mit Musik in Verbindung kommt, ist relativ hoch. Also alle 3 Söhne des Heizungsrichters Johann Hubert Flader sind Berufsmusiker geworden. Schau, das ist eine klassische Karriere, so wie man sie sich halt vorstellt. Ja. Also wenn man so familiäre Backgrounds hat, ist man natürlich bevorzugt. Das ist schon richtig. Ich glaube, Entschuldigung, ja, dass man auch bevorzugt ist, wenn der familiäre Background ein Liebhaber-Background ist und nicht ein beruflicher. Also wenn mein Vater Berufsmusiker gewesen wäre oder Konzertpianist, dann wäre das für mich schwieriger gewesen. Ich meine das ernst und unernst. Ich auch. Ich kenne lauter Kinder von meinen Künstlerinnenfreunden, die werden Juristen, Chirurgen und so weiter, die haben so satt dieses unsichere Künstlerleben, das Freiberufliche, die wollen damit absolut nichts zu tun haben. Aber wenn man wirklich mit einer Liebe infiziert wird, dann ist das natürlich was anderes. Und ich denke mir halt auch, aber für mich, wie gesagt, für mich hat das etwas sehr Sinnliches und etwas sehr Körperliches, also diese Art der Kunstausübung, die eigentlich dann der Motor ist, dass diese ganzen Jahre und Jahrzehnte wirklich durchzuhalten. Aber du, Stefan, eine Sache, das hat mich sehr berührt. Ich habe im Zuge meiner letzten Übersiedlung meine ganzen Sachen ausgemistet und bin auf die allererste Kritik gestoßen, meiner allerersten Oper, die ich mit 22 inszeniert hatte. Und auf derselben Seite war eine Kritik des jungen Pianisten Stefan Vladar als Shooting Star und vielversprechendes Talent, überraschend, da bist du irgendwo eingesprungen. Das war 1988, das ist 30 Jahre her, unfein zu sagen, aber es war genau vor 30 Jahren, muss das gewesen sein. Das kann durchaus sein, ja. Ich habe vor 33 Jahren, habe ich ja durch den Beethoven-Wettbewerb Sieg sozusagen meine Karriere begonnen und 88 kann ich sicher irgendwo gespielt haben, das ist ja wahrscheinlich. Und hat der was gebracht, der Beethoven-Wettbewerb? Schon. Damals hat das noch gebracht. Bringt das? Heute bringt das, glaube ich, ein bisschen weniger, aber damals hat es zumindest, also was es zumindest gebracht hat, ist, dass irgendjemand meinen Namen gekannt hat. Weil sonst schreibt man halt einen Namen aufs Plakat und dann kommt kein Mensch und dann wird das halt nicht öfters gemacht. Und der Wettbewerb ist wie ein Schlüssel zur Tür. Dass man es aufsperren kann. Durchgehen muss man dann selber, das hilft nichts. Da muss man durch. Aber es hat sicher was gebracht und war natürlich in meinem Fall schon auch noch ein bisschen eine andere Geschichte, weil Wien und Wiener und mit Fernsehen und dann war ich auch noch so ein hübsches Bürscherl, glaubt man gar nicht mehr, aber
war mal so. Und die haben mich irgendwie sehr gemocht alle und dadurch habe ich am Anfang einen relativ leichten Start gehabt. Mhm. War das heftig für dich, so plötzlich so im Rampenlicht zu stehen und einen Druck zu haben, dass das jetzt gut sein sollte, was du da tust? Ja, das war schon heftig und ich habe das am Anfang überhaupt nicht so mitgekriegt. Das ging alles so schnell. Ich war 19, ich habe mir auch überhaupt nichts erwartet von der Teilnahme an dem Wettbewerb. Mein Lehrer hat mich da ein bisschen hineingestoßen und ich habe halt das gespielt und bin ich plötzlich da gestanden mit dem Preis. Und was das bedeutet, war mir gar nicht klar und war auch gar nicht bereit dafür, weil ich habe auch repertoiremäßig viel zu wenig noch drauf gehabt und das waren dann die ersten Jahre waren schwierig, weil ich halt in der Konzerttätigkeit auch noch weiter studiert habe. Aber es ist wie es ist, jeder hat seinen eigenen Weg. Mhm. Stefan, ich lese jetzt mal was vor. Die liegen in der richtigen Reihenfolge. Okay, das ist jetzt nicht Buch 1. Nein, das ist nicht Buch 1. Aber ich habe so ein paar Bücher zur Inspiration. Also, das ist von Nikolaus Hanukur. Und der schreibt, also das ist ein Interview, das irgendwo erschienen ist, wann sind Sie mit dem Ergebnis eines Konzerts zufrieden? Er antwortet, zufrieden, ich bin nicht so blöd, nicht zu wissen, dass es keine Vollkommenheit geben kann. Das Wort Zufriedenheit kenne ich überhaupt nicht, aber irgendeine Art Glück, irgend so etwas, das gibt es schon immer wieder. Können Sie das Glücksgefühl näher beschreiben? Wenn der gewisse Funke überspringt, wenn ein Dialog stattfindet, wenn man fühlt, dass ein Musiker seine Rolle versteht, sodass es plötzlich hell wird in seiner Arbeit und dass das plötzlich im Saal auf Resonanz stößt, so etwas gibt es. Es passiert immer wieder. Welche Bedeutung hat Intuition für Sie? Die größte. Das ist das zweite Standbein. Das erste Standbein ist das Wissen, das Fachwissen, das Können. Das zweite ist das Empfinden jenseits des Wissens. Und ein Musiker, der nur mit Intuition arbeitet, ohne Wissen, kann große Leistungen vollbringen, kann wunderbar sein. Aber es können sich Fehler einschleichen. Verschiedene Dinge muss man einfach wissen, um sie richtig machen zu können. Trotzdem kann dieser Musiker zu sehr eigenartigen und schönen Ergebnissen kommen. Wer nur Wissen hat und keine Intuition, das gibt es leider ziemlich oft, der soll etwas anderes machen. Das ist der Musik nicht würdig. Ja. Soll ich das kommentieren oder soll ich dann sagen, was ich mir dazu denke? Oder? Ja, wenn das nicht dasselbe ist. Nein, das ist nicht dasselbe. Es ist sehr ähnlich. Also ich bin ja ein ganz großer Bewunderer von Nikolaus Hanukur, ohne das immer gemocht zu haben, was er gemacht hat. Aber diese Ernsthaftigkeit, die er an den Tag gelegt hat und vor allem die Fähigkeit, sich selbst zu kritisieren und Dinge neu zu denken, obwohl er sie schon mal anders gemacht hat, das habe ich immer sehr, sehr geschätzt an ihm. Und diese unglaubliche Ernsthaftigkeit auch im Studium der Sachen, also das wirklich ernst nehmen und noch tiefer graben und noch tiefer graben. Das mit der Inspiration und mit dem Wissen, das unterstreiche ich. Ich gehe aber noch einen Schritt weiter. Ich finde, dass eine ideale Aufführung eines Musikstückes oder das ideale Ereignis, weil ich sage mir, es gibt ja den Aufführenden und die Zuhörer und in Wahrheit ist das ja nicht so. Es gibt den einen, der die Töne produziert und der andere, der die Töne aufnimmt. Der sie produziert, nimmt sie aber auch auf. Also es vermischt sich. Die ideale Aufführung eines Musikstücks ist die, wo es möglichst vielen Menschen gelingt, das Denken auszuschalten. Und da inkludiere ich auch die Ausführenden. Das heißt, also wenn ich das weiterdenke, das Wissen und das Können muss so gut sein und so hochwertig sein, dass es einem gelingt, das Denken während der Aufführung auszuschalten. Ist es ein Dialog, der mit dem Publikum stattfindet? Nein. Spielst du anders, wenn Publikum anwesend ist? Ja. Wenn
Ja, aber es ist kein Dialog. Die können ja nicht antworten. Ein Dialog ist ja immer nur, wenn die mit dir eingreifen können. Die können aber nicht eingreifen. Naja, aber mit ihrer Reaktion können sie eingreifen. Das ist aber deren Problem. Also das kann ich, ob es denen gefällt oder ob die mitgenommen werden oder nicht, das kann ich nicht. Spürst du das nicht? Natürlich spüre ich das, aber ich kann es nicht ändern, wenn es nicht so ist. Aber beflügelt dich das, wenn das zum Beispiel total ankommt und so eine richtige Störung ist? Ja, also schon, ja. Das ist dann doch ein Dialog, der auf einer anderen Ebene stattfindet. Ja, so gesehen ist es ein Dialog. Was mich interessiert ist, wenn man, also es ist ja so, wenn ich heute ein Musikstück spiele, dann ist das ein Stück, das jeden Tag einen Tag älter wird, meistens hunderte von Jahre alt ist und die meisten Menschen, die mir zuhören, das Stück schon kennen. Also es ist ganz selten, dass man mal was spielt, was keiner kennt. Also wenn ich jetzt eine Beethoven-Sonate spiele, dann sitzen die meisten Leute im Musikverein oder im Konzerthaus und haben das schon einmal gehört. Haben sich vielleicht sogar vorbereitet, haben ihre CD-Sammlung durchforstet, haben sich das angehört. Das heißt, sie kommen mit einer Meinung ins Konzert. Und diese Meinung ist der größte Feind. Eine Erwartungshaltung. Ja, aber die haben vielleicht die Aufnahme vom Herrn Brendel oder vom Herrn Horowitz oder vom Herrn sonst wie. Und die machen das jetzt so und so und jetzt kommt der Herr Flader und macht das anders. Das heißt, die kommen einmal hin und legen die Schablone dessen, was sie kennen, einmal drauf auf das, was der da vorne macht. Und dort, wo es nicht kongruent ist, ist es a priori schon einmal komisch. Schlecht, besser, schlechter, egal. Aber es ist jedenfalls schon einmal ein Vergleich. Und das ist das, was man versuchen muss zu überwinden, dass man die Leute vom ersten Ton an so packen muss, dass die das vergessen. Und das ist das, was ich damit meine, dass die auch das Denken ausschalten, dass die nicht mehr nachdenken, ach, das spielt er aber schneller als der Brendel. Oh, wieso ist das so langsam? Der Arau spielt das ja viel schneller und so. Also das muss man verhindern, indem man einfach so hypnotisch musiziert, dass die Menschen dieses Denken verlieren. Und dann kommt man sozusagen ohne über die Ganglien den Umweg machen zu müssen, kommt man vielleicht ins Zentrum. So sage ich das jetzt einmal. Mhm. Und beim Musiker ist es dasselbe, wenn ich die Sachen so genau gelernt habe und so genau weiß, deswegen unterscheide ich immer zwischen dem Wissen und dem Denken, wenn ich es so genau weiß und ich daran nicht mehr zweifle, das ist so wie wenn ich sage, 2 plus 2 ist 4, darüber brauche ich nicht nachdenken, weil da gibt es für mich keinen Zweifel. Auch wenn es Menschen gibt, die behaupten, dass das ja auch nicht hundertprozentig gesichertes Wissen ist, aber das jetzt einmal. Also dort, wo ich nicht mehr zweifeln muss, muss ich auch nicht mehr denken. Ich kann mich also auf dieses Wissen so in mein Gefühlsleben einbetten, dass ich das spüre ich einfach, das ist so. Und das kann ich schon wegschalten wieder. Ja, das ist sehr interessant, weil mir fällt jetzt, wie du das sagst, mir fällt jetzt ein, wie ich vor ungefähr, ich weiß nicht, vor 20 Jahren eine Entführung vom Hahnenchor gesehen habe im Theater in der Wien. Die Entführung aus dem Serail von Mozart und ich bin in der Pause gegangen, weil das so großartig war. Ich war so erschüttert von dieser Art, Mozart zu musizieren, dass etwas, was ich total gut gekannt habe, mich so überfordert hat, in einem positiven Sinn, dass ich dann gehen musste in der Pause, weil ich vollkommen fertig war. Und ich bin dann am nächsten Tag wiedergekommen und habe dann die zweite Hälfte gehört. Weil ich habe es einfach nicht mehr verarbeiten können. Ich war vollkommen dicht, weil das so eine radikale Sichtweise war, aber auch eben so hypnotisch vorgetragen, dass alle meine bisherigen Mozart selbst ausübend und hörend Möglichkeiten einfach abgefallen sind irgendwie. Also das war ein sehr, sehr, sehr eindringliches Erlebnis. Ja, ich glaube nur, dass du sozusagen, wenn es nach meiner Theorie geht, die ja auch falsch ist wahrscheinlich, dass du das Denken nicht ausgeschaltet hast, deswegen warst du überfordert, weil du hast, das waren sozusagen zu viele radikale Unterschiede zu dem, was du erwartet hast oder was du geglaubt hast zu kriegen.
Und was ich meine ist, das ist ja die Aufgabe für mich, das ist ja das, was ich ja so gern dem Publikum mal sagen würde. Vor einem Konzert würde ich so gern mal hingehen und jeden Einzelnen rütteln und sagen, jetzt vergiss endlich, was du erwartest. Mhm. Das ist ja lächerlich. Wie kann ich denn die Erwartung von 2000 Menschen erfüllen? Denkt's doch einmal nach, das geht ja nicht. Mhm. Also da gibt es mir doch eine Chance und setzt euch einmal hin, wie die Kinder nichts wissen, nichts wollen, nichts erwarten. Ich habe eine 4,5-jährige Tochter, wenn die zum ersten Mal irgendwas sieht, ein Clown oder ein Zeichentrickfilm, die kriegt solche Augen, weil sie nicht, die hat keine Erwartung und die denkt nicht. Geht alles direkt hier hinein und das würde ich den Leuten so gern sagen. Macht's kein Blödsinn. Es sind ja verlorene 2 Stunden, wenn ihr da sitzt und vergleicht und nachdenkt. Und ist doch schade drum. Schade um die Zeit. Aber das darf ich natürlich nicht, weil die Leute kaufen ja die Karte und ich kann ihnen ja nicht von ihnen verlangen, dass sie nur, weil sie die Karte dafür kaufen, dass sie das tun, was ich will. Das kann ich auch nicht machen. Also mache ich halt weiter so, wie ich es mache. Oder du wirst einmal so wie der Hanukkah, der immer Vorträge hält, auch wenn sich immer umdreht. Aber ich will keine Vorträge halten, weil Vorträge ja wieder ins Denken gehen. Ich will so spielen, dass der erste Ton wie ein Gedankenradiergummi ist. Das ist mein Traumziel. Das werde ich nie erreichen, aber das wünsche ich mir so. Das hat der Hanukkah einmal etwas ganz Gescheites gesagt. Er hat gesagt, jede Aufführung muss wie eine Urführung sein. Daher müssen wir für Stücke, die Leute schon kennen, einfach radikalere Lösungen suchen. Weil wenn man sich vorstellt, das Publikum 1800 schieß mich tot im Theater an der Wien, wenn die zum ersten Mal ba 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 gehört haben, wie die Leute das vom Hocker reißen musste. Und heute, wenn man sagt ba 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 und man hört da auf, machen 2000 Leute ba 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 ba, also wo ist der, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und deswegen muss man, sagt der Hanukkah, muss man für solche Stücke, man muss eine Lösung finden, die Leute heute genauso aufwühlt, genauso aufrüttelt, genauso aus der Lethargie reißt, wie das damals beim ersten Mal hören dieses Viertöne-Motivs gewesen sein muss. Das ist es, was ich meine. Ja, da waren auch die Wahrnehmungsgewohnheiten vollkommen anders natürlich. Überhaupt einmal die Tatsache, dass Musik gespielt worden ist, war ja total anders schon als heute, weil wir haben die Musik aus der Dose ununterbrochen, aber wenn wirklich wo mal Musik gespielt worden ist, war das schon einmal eine Sensation. Ja, und unsere Ohren sind ja auch ganz andere Klänge gewöhnt. Ich meine, wir sind schon einmal durch die Maschinen. Ja, neben einem Düsenjet gestanden, das hat einem Zeitgenossen Beethovens, dem ist das nicht geglückt. Er hat vielleicht die Fiaker, die wir heute nur mehr am Elbenplatz hören, oder wie heißt das, Josefsplatz, Michaelerplatz, das war das alltägliche Geräusch. Und heute die Motoren, wir haben einen Nachbarn gehabt, der hat eine Harley Davidson gehabt. Das ganze Haus gurgelt, weil der in der Garage die Harley angeworfen hat. Und dann geht man am Abend in ein Konzert und hört ein Chopin-Nocturne. Ich meine. Ja. Stefan, ich will nur sagen, hier steht ein Instrument auf der Bühne, wo Fazioli draufsteht. Ich sage das jetzt mal so. Also der Alfred Sprengel. Ich spiele nur Steinway. Mahlzeit. Alfred Brendel schreibt, es gibt dreierlei Interpreten, die ein Weiterschleppen von Fehlern begünstigen. Die einen lesen, von der Druckerschwärze hypnotisiert, Noten so unkritisch, wie man üblicherweise die Zeitung liest. Was da steht, wird geglaubt. Den zweiten ist die Vaterfigur des Komponisten im Grunde zuwider. Was sie sich wünschen, ist eine Art musikalischer Parthenogenese. Jungfräuliche Geburt. Hat es denn. Ich habe sicher jetzt aber nachgeschaut. Hat es den Komponisten je gegeben? Und wenn schon, was geht er uns heute noch an? Wusste er überhaupt, was er tat?
Wir wissen es jedenfalls besser. Irgendwo in der Mitte stehen jene Musiker, die es nicht der Mühe wert finden, die Korrektheit des Textes, den sie benutzen, nachzuprüfen. Das Leben ist kurz, man konzentriert sich auf das Wesentliche. Kleingedrucktes überlässt man den Pedanten. Dass man in den Klavierkonzerten Beethovens immer noch auf fundamentale Missverständnisse stößt, verdanken wir außerdem der Tatsache, dass eine moderne Urtextausgabe dieser Partituren allzu lange auf sich warten ließ und dann schreibt halt über den Krieg. Aber diese drei Pianisten, die sozusagen das Weiterschleppen von Fehlern begünstigen. Was denken Sie darüber, Herr Flach? Also ich denke darüber, es ist natürlich sehr lustig, dass das, ich kenne das Buch natürlich, ich habe das auch gelesen, dass das gerade der Kollege Brendel schreibt, der also selbst da auch in vielerlei Hinsicht halt seine, das ist so ein Apodiktiker, das, wie sagt man das, Apodiktiker? Ja? Das hat nichts mit Apotheker zu tun, oder? Nein. Wenn das Publikum so überschaubar ist, dann kann man doch einzelne Leute irgendwie. Genau. Also auch ein Apodiktiker. Also jedenfalls, wenn ich das höre, es ist mich, als ich da jetzt zugehört habe, es ist mir nicht geglückt, das Denken auszuschalten. Und ich habe mich zu pausenlosem Widerspruch aufgefordert gefühlt. Beginnend mit dem Anfangswort dieses Satzes, Interpreten. Das ist ja schon mal etwas, was es nicht gibt. Ich kann ein Bild interpretieren, indem ich mich hinstelle und sage, ich sehe das und ich sehe das. Ich kann einen Text interpretieren und sagen, ich glaube, dass da. Ja. Aber ich kann nicht ein Musikstück interpretieren, indem ich es spiele. Ich kann es spielen, ich kann versuchen. Also Musik ist ja eine Kunstform. Das ist so ziemlich die einzige Kunstform mit dem Theater zusammen. Das Kunstwerk wird erst zum Kunstwerk, wenn es aufgeführt wird. In den Noten zu lesen, das ist ja, ich habe mal einen Witz gehört, Beethoven war so taub, dass er ein Leben lang dachte, er wäre Grafiker. Also, weißt du, was ich meine? Zuerst muss es klingen. Zuerst muss es jemand spielen. Aber ich sehe schon ein, das ist ein Wort, das hat sich so durchgesetzt. Ich halte es für ein falsches Wort. Weil ich interpretiere nicht, wenn ich spiele. Das Zweite ist, dass diese Textgeschichte, also Noten sind Noten und die haben einen bestimmten Wahrheitsgehalt und da über den kann ich mich nicht hinwegsetzen. Und das, was sonst noch da drinnen steht, das sind Hinweise, die Komponisten benutzen, um den Leuten, die das dann zu spielen haben, zu helfen, zu verstehen, in welcher Form sich der Komponist vorgestellt hat, dass das klingen soll. Jetzt ist es oft so, dass die Komponisten ihre eigenen Stücke nie gehört haben. Nicht nur, weil sie manchmal sogar taub waren, sondern weil die Stücke manchmal auch nie gespielt wurden. Also Schubert hat keine einzige seiner Symphonien je gehört. Das heißt, er wusste gar nicht, wie das klingt. Er hat nur sich vorstellen können, wie es klingt. Ich glaube, dass bei Beethoven, das wäre stilistisch in eine ganz andere Ecke gegangen, wenn der nicht ertaubt wäre. Ich glaube, vieles, wenn er das gehört hätte, hätte er gesagt, um Gottes Willen, das muss ich ja ändern. Das kann ja nicht so stehen bleiben. Aber er hat sozusagen die Möglichkeit, dass er nicht mehr gehört hat, hat ihm, oder die Tatsache, dass er nicht mehr gehört hat, hat ihm ermöglicht, ganz radikale Dinge zu tun. Es hat kein Korrektiv mehr gegeben. Das ist ja schier. Um Gottes Willen, das darf ja nicht schier sein. Ich weiß nicht, ob er gewusst hat, dass es schier ist, aber vieles ist schier. Also die Fuge in der Hammerklavier-Sonate ist nicht schön. Das ist vielleicht spannend und das ist vielleicht aufwühlend und vielleicht ist es erregend, aber schön ist es nicht. Jetzt ist ja die Schönheit, wenn ich komme vom Hundertsten ins Tausendste, unterbrechen Sie mich bitte, es ist furchtbar. Mit mir die Schönheit, das hat einmal der Sergio Celibidache hat einmal gesagt, die Schönheit in der Kunst ist nur der Köder. Das ist der Köder, mit dem ich die Menschen dazu kriege, sich überhaupt mit Kunst zu beschäftigen. Die Schönheit an sich ist für die Kunst vollkommen irrelevant. Und das mag ich sehr.
Wovon haben wir ursprünglich gesprochen? Naja, vor allem von dem Problem eines Komponisten oder einer Komponistin, auch wenn es solche gab, dass sie etwas notieren, damit die anderen Leute wissen, was sie sich für Klänge vorgestellt haben. Und da gab es natürlich Leute wie den Banchieri, die dann angefangen haben, so dazu zu schreiben, Andante und Allegro und so weiter, um das besser zu beschreiben. Aber mir fällt da diese Geschichte ein, dass da die wahr ist, dass da Gustav Mahler die Partitur von dem 9. Beethoven genommen hat und geschrieben und gesagt hat, wenn der Beethoven nicht taub gewesen wäre, hätte er das ganz anders geschrieben und hat dann eine Korrekturfassung geschrieben von Beethoven. Das, was ich jetzt gesagt habe. Genau. Und dann hat der Schönberg, wie der Mahler gestorben ist, ist er zu Alma Mahler gegangen und hat sich diese Partitur ausgeborgt. Und hat dann, und sie hat gesagt, sie borgt sie nur einen Tag. Und er ist dann die ganze Nacht gesessen und hat die Korrekturen vom Mahler abgeschrieben und die dann noch selber korrigiert. Und dann hat er eben geschrieben, Rot Mahler, Blau Schönberg. Und hat dann eben noch in diese Partitur reingeschrieben, wie sie sich das vorstellen, wie Beethoven komponiert haben hätte können, wenn er nicht taub gewesen wäre. Also auch diese Sache bietet natürlich sehr viele Interpretationsspielräume. Diese Partitur gibt es im Schönberg Center zu besuchen. Das muss ich mir mal anschauen. Das ist sehr, sehr witzig. Also da sind wir jetzt bei einem Themenkomplex gelandet, der ja wahnsinnig interessant ist. Und das ist im Prinzip, was der Herr Brendel meint, obwohl er selber das nie getan hat. Das ist der ganze Komplex der Aufführungspraxis, dass man sich heute damit beschäftigt, wie früher musiziert wurde, weil man heute wieder so musizieren will, wie man damals musiziert hat. Das kann man jetzt in Frage stellen. Man kann sagen, warum soll ich heute so musizieren wie damals? Wir haben ja eben den Düsenjet schon gehabt und die Rolling Stones. Also warum soll ich jetzt Mozart so spielen, wie er das damals wollte? Außerdem haben wir ja die Instrumente nicht, und wenn man so ein Mozart-Instrument in den großen Musikvereinssaal stellt, dann hört man schon in der zweiten Reihe nichts mehr. Also das ist ja alles sinnlos. Aber trotzdem ist es wichtig, weil es Musizierhaltungen gibt, und gewisse Dinge haben die Leute damals gewusst. Die haben auch damals gewusst, was ist gemeint, wenn was wo steht. Das weiß man heute nicht mehr. Ich habe mal ein Buch gesehen und sogar zum Teil gelesen über erotische Verklausulierungen in deutscher Literatur. Das ist irrsinnig spannend, weil man durfte das also damals nicht so sagen, wie man es heute vielleicht sagt. Deswegen wurde das auch in der Literatur verklausuliert. Und die Leute damals haben aber gewusst, wenn dieses oder jenes Wort irgendwo steht, was damit gemeint ist. Wir wissen das heute nicht mehr. Mhm. Also wir können uns diese Gedichte, können wir uns in die Haare schmieren, weil das bringt uns nichts, wenn wir das nicht wissen. Also das meine ich auch in der Musik, wenn wir gewisse Sachen nicht wissen, was die Komponisten sozusagen vorausgesetzt haben, dass ein Spieler das weiß. Mhm. Ein Beispiel sitzt heute hier, der Rinald Deppe, der malt und macht Kompositionen und schreibt sie nicht in einer Notenschrift auf, sondern es gibt dann auch Noten drinnen, absolut, aber nicht auf Linien, sondern in einer grafischen Partitur sozusagen. Und die Musiker, die mit ihm arbeiten, kennen das auch. Und er legt ihnen dann solche, also in meinem Begriff Malerei, er würde mich dafür natürlich jetzt prügeln, aber er legt ihnen diese Malerei auf das Notenpult und sie spielen. Und es klingt fantastisch. Und also wenn man so als absoluter Rinald Deppe-Laie sich das anschaut, dann würde man nie auf die Idee kommen, wie so etwas zu interpretieren ist. Aber das ist eben dann diese Magie zwischen den Menschen, wenn sie sich auf ein Kommunikationsmittel einigen sozusagen und dieser Code identifizierbar ist, dann funktioniert das gut. Und das Ganze erinnert mich auch an die DDR, wie früher in der DDR der Wallenstein gespielt worden ist und das Stück war zu Ende, sind alle aufgestanden und es gab Standing Ovations, weil alle gewusst haben, dass Stalin Wallenstein ist. Und die Stasi konnte nichts machen, weil das war 1:1 Schiller, da konnte man nichts kritisieren. Aber jeder hat gewusst, es ist eine absolute Systemkritik.
Als die 5. Symphonie von Beethoven in Paris zum ersten Mal aufgeführt wurde, ist am Ende der Aufführung ein alter Soldat aufgesprungen und hat Vive la Revolution geschrien, weil er die ganzen verklausulierten Revolutionszitate, die in der 5. Symphonie drinnen sind, einfach erkannt hat. In Wien hat das keiner gewusst, weil durch die Zensur war das ja, das war ja verboten, und der Beethoven hat ja mit diesem Stück die Zensur umgangen. Es ist eines der aufregendsten Geschichten, sich das mal anzuschauen. Ja, schon das Eröffnungsmotiv ist ein Zitat aus einer französischen Revolutionshymne von Cherubini. Wie heißt die? Hymne de Panthéon heißt sie. Ich kann leider nicht sehr gut Französisch, aber irgendwie so. Nous gérons tout, la ferme, so geht das los. Und am Schluss gibt es eine andere Hymne von dem, wie heißt er denn, der die Marseillaise komponiert hat, Roger de Lille. Mhm. Der hat auch eine französische Revolutionshymne geschrieben. Und da geht's La Liberté, La Liberté. Das ist dieses Motiv, das im Finale der 5. Symphonie irgendwo ganz versteckt beginnt und immer mehr in den Vordergrund kommt. Und das hat der französische Revolutionssoldat, der hat das erkannt. In Wien hat es niemand erkannt. Mhm. Sagst du das den Musikern, wenn du die 5. Beethoven dirigierst? Ja. Spielt sie dann anders? Ja. Das waren die beiden kürzesten Antworten des heutigen. Stefan, wenn du deinen Kopf nach rechts drehst, dann steht hier ein Instrument. Da steht Fazioli drauf, glaube ich. Oder? Ja, sag mal, aber ist das schlimm, dass Fazioli draufsteht? Nein. Was wäre schlimm? Wenn da Billa draufsteht. Amazon. Also bevor du mir noch länger auf die Nerven gehst mit dem Fazioli. Ich habe keinen anderen. Setze ich mich da jetzt hin, aber ja. das war an sich nicht geplant. Ich weiß es. Wir sind ja hier in einem Jazzclub, oder? Ja. Es war ja so, dass das war ja früher mal ein Kino. Ein Porno-Kino. Ja, genau. Um es genau zu sagen. Und ich war 15 oder so. Da hat ein Schulkollege von mir gesagt, er kennt den Hintereingang vom Rundell-Kino. Und irgendwie hat er auch gewusst, wo der war, so unter der Fußmatte war der Schlüssel. Wir sind da irgendwo hinten dann einmal rein, Schule geschwänzt und sind da rein. Haben es aber nur 2 Sekunden ausgehalten und sind wieder raus. Aber das war irgendwann, das kann ich mich erinnern an diesen Raum. Aber jetzt ist es ein Jazzclub. Bist du zum ersten Mal seitdem wieder da? Ich bin zum ersten Mal seitdem wieder da, man glaubt es kaum. Ich war früher ein großer, ein bisschen, ja. Also ich kann mich nicht erinnern, ehrlich gesagt, das ist 40 Jahre her. Ein bisschen habe ich mich ja mit Jazzmusik beschäftigt, ohne dass ich es kann, weil sowas muss man ja wirklich lernen, aber wir haben eine Zeit lang bei meinem Festival in Neuberg an der Mürz haben wir Jazzseminare veranstaltet und da habe ich mich ein bisschen auch mit Jazzmusikern angefreundet. Und deswegen, wenn ich schon was spiele, dann sowas. Ja, mach das doch. Mach das doch einfach. Ja, ja. Ein Wiener Kritiker hat einen Klavier von Maurizio Purini kritisiert. Und der Maurizio Purini spielt immer Steinway und er spielt immer den Steinway aus von seinem Klaviermann aus Italien und der heißt Fabrini. Und da steht immer Steinway und dann steht unter Fabrini. Und der Kritiker hat uns nicht genau geschaut und hat also einen Absatz geschrieben, dass er sich wundert und warum er denn so klang und einen schönen Fazioli gespielt hat. Thank you.
habe ich dieses Stück gefunden, Misty. Und dann habe ich das einmal so gespielt und dann habe ich das einem dieser Jazz-Klavierlehrer dort in Neuberg vorgespielt und der hat mir gesagt, na, da musst du eine ganz andere Harmonie spielen und so, und das musst du so spielen und das musst du so spielen. Dann habe ich das gespielt und dann habe ich das viele Jahre später einem anderen Jazzmusiker vorgespielt und der hat gesagt, das musst du ja reharmonisieren. Dann habe ich gesagt, das ist schon reharmonisiert. Da war ich ganz beleidigt, dass der nicht stolz auf mich war, was ich da alles gemacht habe. Na gut, sitzt hier kaum ein Jazzmusiker, also da brauche ich mich. Ja, das ist eine ganz eigene Kultur mit ganz eigenen Regeln, aber es ist toll. Du, sag, Stefan, hätte das jetzt anders geklungen, wenn jetzt nicht Fazioli drauf gestanden wäre? Ja, schon, natürlich. Wenn da zum Beispiel Bösendorfer steht oder Bechstein oder Steinway. Hm. Ja, worauf also, spielst du normalerweise? Steinway. Steinway. Ja. Warum? Also, warum? Erstens ist es sicher das beste Klavier und zweitens ist es halt einfach das, was auf der ganzen Welt überall steht. Das heißt, man gibt wenig Risiko ein. Man hat überall wie Golf, oder? Ja, wenn man so will. Also nein, eher wie eine Mercedes S-Klasse, weil das steht auch überall, wenn man in ein Luxushotel kommt, dann wird man wahrscheinlich mit einem S-Klasse Mercedes abgeholt. Ja, ja, ich auch. Und das ist das Normale, also da gewöhnt man sich danach. Da schaltet man das Denken danach aus, weil dann kennt man. Aber sag mal, nein, der Hintergrund der Frage, ich finde Steinway, also ich bin ja natürlich kein Profi, aber ich denke mir, der Steinway hat so einen brillanten Klang und ich gehe jetzt so also von meiner Welt aus, wie zum Beispiel der alte Stutzflügel von meiner Urgroßmutter, den ich geerbt habe, wo mein Klavierstimmer immer sagt, er präsentiert 300 Euro Schulden, weil das kostet Abtransport. Der hat so einen ganz persönlichen Klang. Er verstimmt sich, weil der Stimmblock eben gebrochen ist anscheinend. Aber er hat so was ganz Persönliches. Also das ist so eine richtig persönliche Note. Und ich meine, diese brillanten Klaviere sind alle so brillant. Und mich erschreckt das oft so. Aber ich weiß es nicht. Ich bin natürlich kein Pianist. Naja, das hört man. Also ich meine, wenn du das sagst, dann ist das, naja, also ich meine, es gibt auch Leute, die haben die Fleischlaberl gerne angebrannt. Also weißt du, was ich meine? Ich verstehe natürlich auch, dass es so, es gibt natürlich Nostalgie, ist ein Ding, das man schlecht wegdiskutieren kann. Und wenn man das Klang irgendwie von der Oma noch oder von der Uroma oder so gewöhnt ist, dann will man das vielleicht auch haben, aber ich spreche jetzt hier von, also wenn ich auf meinem Niveau musizieren möchte, dann muss ich ein Instrument zur Verfügung haben, das mir diese Möglichkeit bietet. Und zwar möglichst immer und überall. Das ist ja die Sache, dass wir, wenn ein Geiger heute in New York und morgen in Paris spielt, dann nimmt er ja seine eigene Geige mit. Wird dann wahrscheinlich auch drauf kommen, dass sie in dem Saal in Paris sich nicht so angenehm spielt wie in dem in New York vielleicht, obwohl es das gleiche Instrument ist. Aber ich muss halt immer mit dem Instrument leben, das da irgendwo steht. Und dann ist es ganz gut, wenn zumindest die Marke schon mal identisch ist, damit man mal weiß, also okay, ein Steinway, das gibt es auch von bis, aber das ist ungefähr das, was man da machen muss, damit das so und so klingt, das ist ungefähr dann. Also es hilft einem, das Leben des reisenden Künstlers hilft einem schon, wenn man dann zumindest vergleichbare Klaviere vorfindet. Aber so auf diesem hohen Niveau, wenn man jetzt zum Beispiel, ich meine, ich verstehe das gut und ich kann das auch gut nachvollziehen, aber jetzt zum Beispiel gibt es ja auch sehr gute Bösendorfer. Kannst du nur kurz sagen, wo ist der Unterschied zum Beispiel und warum entscheiden sich alle für Steinway? Ich meine, es ist ja vollkommen logisch, aber warum? Also, warum entscheiden sich alle für Steinway? Man könnte es jetzt ganz flapsig formulieren, weil es besser ist. Man könnte jetzt ein bisschen in die Tiefe gehen, wo ich nicht weiß, ob das sinnvoll ist, aber es ist ein ich
glaube, dass der Bösendorfer, ich will das eigentlich erzählen, naja, die haben irgendwie eine relativ lange, haben die sich auf ein Traditionsverständnis draufgesetzt, dass, ich weiß nicht, ich glaube, Gustav Mahler war das, der gesagt hat, Tradition heißt das Feuer weitergeben und nicht die Asche verehren. Also die haben sich ein bisschen die Asche verehrt. Das hat einfach eine Weiterentwicklung vermissen lassen. Und das haben die jetzt in den letzten Jahren ja nachgeholt. Ob das in die richtige Richtung oder in die falsche Richtung geht, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht beurteilen, will ich auch nicht. Es ist vom Konstruktionsprinzip, wenn Sie das einmal anschauen, wie sowas, das ist ein Steinway. Also steht zwar Fazioli drauf, aber das ist ein Steinway. Weil die haben alles so gebaut, wie Steinway. Steinway hat, glaube ich, 170 Patente auf seinem Instrument. Die sind aber alle ausgelaufen vor ein paar Jahrzehnten schon. Weil das beste Klavier ist, haben einfach alle guten Klavierfirmen das einfach nachgemacht. Was ja auch vollkommen legitim ist. Ne? Ja, du hast mir mal gesagt, dass die Steinways aus einem einzigen Stück Holz gemacht sind. Genau, also dieses Ding hier, das ist in einem Stück, das ist eine Latte von 8 Metern. Bei Steinway sind es 17 Schichten Holz, das weiß ich, hier weiß ich es nicht. Die werden nach der Tonnet-Methode, das wird gebogen. Ich habe das einmal erleben dürfen in Hamburg, in der Fabrik vom Steinway. Die diese riesen Latte reinbringen, das ist noch feucht verleimt und wird unter Dampf gesetzt und dann wird das gebogen und eingespannt in so ein Gerät, wo das dann 24 Stunden, 48 Stunden, keine Ahnung, drinnen bleibt. Und dann ist das alles getrocknet und dann wird das rausgenommen und dann hat es diese Form. Das sind aber immer noch ein paar Zentimeter, ist es zu weit. Und dann wird es gespannt. Und das ist diese Spannung auf so einem Steinway-Flügel sind, glaube ich, 2,5 Tonnen Spannung drauf. Und diese Spannung erzeugt diese Brillanz im Klang. Das heißt, der Steinway und seine Derivate werden von außen nach innen gebaut, ganz simpel formuliert. Und beim Bösendorfer ist es anders, da wird das ganze Klavier zuerst gebaut und am Schluss wird eine Wand drumherum gemacht. Und geleimt. Und das ist eben das ist der grundsätzliche Unterschied zwischen den beiden Konstruktionsprinzipien. Jetzt, wenn Bösendorfer sich entscheiden würde, das auch so zu bauen, dann müssten sie alle ihre 100 Jahre alten Maschinen wegschmeißen und neue Maschinen kaufen, dass man das machen kann. Das tun sie nicht. Jetzt haben sie sich einen anderen Weg überlegt, der auch zu einem ganz guten Erfolg gekommen ist. Aber diese Durchschlagskraft im Ton und diese Brillanz und diese Länge auch im Ton, das ist halt nur durch diese Spannung herzustellen. Klavierbaukunde 1. Ich mache dann nachher eine Prüfung, genau, damit Sie wissen, wer fragt das dann ab. Mhm. Ja, das ist ganz interessant, gell, dass man als Künstler dann doch immer auch mit anderen Sparten so konfrontiert ist. Und da ist gleich eine Brücke zu einem anderen Buch, das ich mitgebracht habe. Jetzt hat gleich 3, da fürchte ich mich jetzt. Von Paul Klee. Es ist nämlich ganz interessant, wenn man als nicht bildender Künstler sich Inspirationen aus der bildenden Kunst holt, wie wahrscheinlich sich bildende Künstler Inspirationen von der Musik holen und so. Also ich finde das immer ganz interessant, was Sie für eine Herangehensweise haben. Ich lese das da jetzt nur auszugsweise. Schöpferische Konfession von Paul Klee. Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar. Und dann schreibt er, darüber treffen wir einen Gleichgesinnten, der auch dahin will, wo größere Erkenntnis zu finden ist. Zuerst vor Freude, einig, Konvergenz, stellen sich allmählich Verschiedenheiten ein, selbstständige Führung zweier Linien. Gewisse Erregung beiderseits, Ausdruck, Dynamik und Psyche der Linie. Wir durchqueren einen ungepflügten Acker, Fläche von Linien durchzogen, dann einen dichten Wald. Er verirrt sich, sucht und beschreibt einmal gar die klassische Bewegung des laufenden Hundes. Ganz kühl bin ich auch nicht mehr, über neuer Flussgegend liegt Nebel, räumliches Element. Bald wird es indessen wieder klarer.
Korbflechter kehren heim mit ihren Wagen, das Rad. Bei ihnen ein Kind mit den lustigen Locken, die Schraubenbewegung. Später wird es schwül und nächtlich, räumliches Element, ein Blitz am Horizont, die Zickzacklinie, über uns zwar noch Sterne, die Punktsaat und so weiter. Das heißt, der Paul Klee malt, Paul Klee, wie wir ihn kennen, und hat da offensichtlich ganz konkrete Bilder von einem laufenden Hund und einem Kind. Und jetzt zu dir, wenn du zum Beispiel dirigierst, hast du da auch so konkrete Bilder? Oder, weil er schreibt ja, Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar. Ist das etwas, wo man Analogien herstellen kann? Kann man sicher, aber also ich sehe solche Bilder nicht beim Dirigieren. Ich benütze sie manchmal, um aus den Musikern das herauszukitzeln, was ich gerne hören würde. Also dass man manchmal mit außermusikalischen Beschreibungen kann man oft ein bisschen weiterkommen, um einem Musiker zu erklären, wie man das gerne hören würde. Was ich vielleicht habe, ist nicht meine eigenen, aber ich kann mich erinnern an den. Der Hanon Kur war da ein großer Meister im Erfinden von solchen Bildern. Und der wahrscheinlich größte Meister war der Carlos Kleiber. Der hat ja am Schluss die letzten Jahre eigentlich nur noch in solchen Bildern gesprochen. Der hat nie einem Orchestermusiker gesagt, spielt sie das leiser. Oder da steht Piano. Das war dem uninteressant. Der hat dann gesagt, stellt sich vor, wenn sie hier die Hand streicheln, dann spüren sie zuerst die Haare und dann erst die Haut. Und das ist und wenn man dann die Leute nochmal leise spielen lässt, dann versuchen die Haare zu spüren, auch auf der Flöte. Oder der Hanon Kur hat über ein großes Crescendo einmal gesagt, das muss ein Crescendo sein wie von einem 2 Kilometer großen Krokodil, wenn es das Maul aufmacht. Also dass man mit solchen, entweder mit so poetischen Bildern wie das mit den Haaren oder mit so Brachialübertreibungen wie das mit dem 2 Kilometer großen Krokodil. Oder wenn der Carlos Kleiber Isoldes Liebestod probt und ja, die spielen das, aber spielt sie das, sie müssen sich freuen, die freut sich, die stirbt gern, nur wir Idioten weinen. Also diese Euphorie, mit der sie in den Tod geht, die ist ja da auch komponiert. Weißt du, was ich meine? Und solchen. Und in der Oper ist es natürlich wieder leichter, weil man in der Oper kann man sich die Geschichte holen. Im symphonischen Bereich gibt es die Geschichte vielleicht nicht oder auch bei Klaviermusik. Aber das, um jemanden dazu zu bringen, etwas so zu spielen, wie man das gerne hören würde, sind solche Bilder sehr, sehr gut. Dass ich jetzt einen laufenden Hund mir vorstelle, wenn ich irgendein Klavierstück spiele, das sehe ich jetzt eher nicht. Auch nicht die aufgehende Sonne und auch nicht die, also bei dir bleibt das dann doch etwas unausgesprochen Intuitives. Unausgesprochen ja, intuitiv nein, weil ich habe eine Klangvorstellung und ich gebe mich nicht zufrieden mit mir selbst, wenn es mir noch nicht geglückt ist, vermittels meiner Finger diese Klangvorstellung so zu verwirklichen, dann gebe ich mich nicht zufrieden, aber da brauche ich den laufenden Hund nicht, wenn du weißt, was ich meine. Also da muss ich einfach. Also du bist eher so der Anwalt des Komponisten, sozusagen. Und bin nicht ganz so gut bezahlt wie die Anwälte, aber. Du brauchst einen guten Anwalt für die Verhandlungen. Okay. Ja, klar. Ja, so wie die Regisseure irgendwie eigentlich die Anwälte der Librettisten sein sollten oder der Theaterautoren.
im Idealfall. Und zwar die zeitgenössischen Anwälte, so zu sagen, wo die Dringlichkeit heute ist für eine bestimmte, für ein bestimmtes Werk. Der Kandinsky ist ebenfalls ein bildender Künstler, schreibt über die abstrakte Bühnensynthese. Im Theater ist ein sonderbarer Magnet mit einer sonderbaren verborgenen Kraft eingeschlossen. Nicht selten gewann dieser Magnet größere Spannungen der Anziehungskraft, die scheinbar zu größeren spannenden Mitwirkungen bringen konnten. Aber dem Aufschwung folgte der Niedergang und es bildete sich eine feste, kalte Kruste über das innere Wesen des Theaters. Gerade heute ist diese Kruste so stark, dick und kalt geworden, dass die pulsierende Kraft scheinbar für alle Zeiten erstarrte. Hat er das geschrieben, 1928. Es dürfte heute eher als je vom Niedergang des Theaters gesprochen werden. Nicht umsonst wird ihm der gleichgültige Rücken gekehrt und das erwartende Gesicht wird nicht umsonst dem Varieté, dem Zirkus, dem Kabarett, dem Kino zugewendet. Die alten Theaterformen Drama, Oper, Ballett sind zu Museumsformen verhärtet und nur im Sinne des Museums können sie wirken. Das Übrige ist ihnen verloren gegangen. Sitzt der Opernregisseur mit dem Dirigenten auf einer Bühne Sonntagmittag? Also erstens einmal kann ich sagen, wir sehen aus diesen und ähnlichen historischen Zitaten, dass zu allen Zeiten immer gejammert wurde, dass alles früher besser war, dass es nicht mehr so ist wie früher. Also das ist keine Erfindung des frühen 21. Jahrhunderts. Das ist der erste Kommentar, den ich dazu habe. Der zweite Kommentar ist, so what? Wir sind mit der Tatsache konfrontiert, dass wir eine museale Kunstform gewählt haben. Und was gibt es Schöneres, als in ein bestimmtes Museum zu gehen, um ein bestimmtes Bild zu sehen? Manche Leute kaufen sich sogar Flugtickets, um einmal die Mona Lisa zu sehen. Ich würde ihnen dann vorher sagen, vergessen Sie das Ticket, weil man kommt eh nicht bis zu ihr hin, weil da ungefähr 800 Chinesen und Japaner davor stehen. Außerdem würde ich Ihnen sagen, schauen Sie sich den Hintergrund an und nicht das blöde Lächeln. Das ist nämlich das wahre Genie dieses Bildes. Aber dass etwas museal ist, das ist ja mal per se noch kein, das ist ja jetzt noch kein Drama. Und um etwas in einem Museum, es gibt ja viele gute Museumskuratoren, die es schaffen, dass man sich im Museum plötzlich auch auf so eine Art sinnliche Reise mitgenommen fühlt und nicht einfach nur von einem Bild zum anderen geht. Das ist ja auch unsere Aufgabe, dass man eine gewisse Sinnlichkeit anspricht und erwirkt, trotzdem wir einfach etwas machen, was es schon lange gibt und was es schon oft gegeben hat. Der Brendel, um auf den zurückzukommen, der hat einmal vom Museumsbeamten und Geburtshelfer in Personalunion gesprochen, denn der sogenannte Interpret ist. Also ich bin ein Museumsbeamter und ein Geburtshelfer. Das finde ich irgendwie ein ganz schönes Bild. Das stimmt. Jetzt noch ein Thema. Ich möchte jetzt noch ein Thema ansprechen, Stefan, was mir für mich selber am Herzen liegt. Und da wollte ich dich auch fragen, was du davon denkst. Und und dann werden wir den Ball weitergeben. Der William Kentridge ist ein bildender Künstler aus Südafrika, also ein universeller Künstler, der sehr viel grafisch, filmisch macht. Und der hat geschrieben, Torschlusspanik. Können wir der Person entfliehen, die wir sind? Ich sehe mich selbst als Künstler, der Zeichnungen macht, auch wenn die Zeichenkohle durch ein mit Tinte geschriebenes Wort ersetzt wird. Man wird von einer Linie geleitet, in diesem Fall durch eine Linie aus Tinte oder eine Feder, eine Art lapidaren Denkens oder Zeichnens, eine Ausschmückung des Denkens, um uns zu einem neuen Satz oder Bild zu führen, und dies dann zurückzunehmen. In dem Moment, in dem
das einzelne Wort des Vortrags ausgesprochen wird, unterbindet es alle anderen Gedanken, die möglich wären. Der Schaft der Feder wird mit den absorbierten Worten wieder aufgefüllt. Die Feder, eine geladene Waffe. Kann eine Zeichnung sich dem entziehen, wohin sie führt? Und dann sagt er, Raum der Fehlschläge. Ich besitze einen Stapel Notizbücher, begonnene und aufgegebene Vorträge. Die Vorträge suchten sich ihre eigene Richtung. Ich hätte gern über viele verschiedene Dinge gesprochen. Ich machte mir Notizen für einen Vortrag über Tizian und das Gemälde von Danae mit dem Goldregen. Ich fand viele interessante Kommentare Michelangelos über korrektes Malen und die schlechte Arbeit seiner Zeitgenossen. Und am Ende, das ist, wer du bist und das ist alles, was du bist und du wirst nicht entkommen dem, der du bist. Jetzt die Frage oder Anmerkung. Wenn du jetzt von 1988 oder 85 oder wann du den Beethoven-Wettbewerb gewonnen hast, bis heute siehst du für dich eine Entwicklung, die über diese ganzen Werke hingeht, die du gespielt hast und dirigiert hast. Ich meine, ich sage jetzt von mir, dass ich das Gefühl habe, dass sich, wenn man sich umdreht und zurückschaut, der eigene Weg einen gewissen Sinn macht. So absurd er auch sein mag, für mich, und so unvorhersehbar er vorwärtsgerichtet war, so gibt es doch irgendwie eine gewisse Logik. Und man kann nicht dem entrinnen, was man ist. Als Künstler und als Mensch. Und du? Ja, also ich bin am Denken, ich weiß es noch nicht. Also es gibt, ich bin jemand, der nicht sehr viel zurückschaut, das muss ich auch sagen. Also die Tatsache, dass bis jetzt immer noch auf jeden Montag ein Dienstag gefolgt ist, beschäftigt mich jetzt nicht rasend. Und dass der Dienstag die unabänderliche Konsequenz des Montags ist und bleiben wird, das beschäftigt mich nicht so sehr, weil das ist so. Und das, was ich heute mache, bis zu einem gewissen Grad über mehrere Stufen eine Konsequenz dessen ist, was ich 1985 gemacht habe. Auch das beschäftigt mich nicht, weil es eher eine Tatsache ist. Wenn dieses Nachdenken über den Weg dazu führen soll, dass man sagt, hätte ich das nur damals nicht so, sondern so, und also dann ist es noch sinnloser. Natürlich ist jede Erfahrung, die man als Mensch macht, das ist nicht nur in der Kunst so, sondern das ist bei jedem so, verändert mein gesamtes System. Und das verändert mein System als Mensch, das verändert mein Denken, das verändert mein Fühlen, das verändert mein Wollen, das verändert mein Wissen. Und ich kann, in dem Moment, wo ich eine Information mehr habe, kann ich nicht mehr zum gleichen Ergebnis kommen, wie bevor ich diese Information hatte. Und Information ist ja nicht nur das, was ich lese, lerne, höre, sondern auch das, was ich spüre, empfinde, mitkriege durch mein eigenes Tun. Also jeder Fehler, jeder Fehltritt, jede Fehlentscheidung, jede missverständliche Entscheidung verändert mich, weil ich ja das reflektiere und beim nächsten Mal vielleicht versuche, das anders oder besser oder nicht mehr zu machen. Bevor ich da jetzt ins 500. ins 1000. mich weiter denke, ich bin immer wieder überrascht, weil ich habe immer das Gefühl, ich bin heute besser als früher. Und dann gibt es manchmal Momente, was ganz selten passiert, dass ich mal irgendwo eine alte Aufnahme von mir finde. Und dann bin ich mir dann nicht mehr ganz so sicher, weil das ist, also jetzt habe ich gerade wieder von 1988 übrigens, habe ich eine Aufnahme gehört, Wandra-Fantasie. Ich dachte, na servus, ist das gut, das könnte ich heute nicht mehr. Da
daraufhin habe ich beschlossen, ich spiele die Wanderer-Fantasie nicht mehr, dann fühle ich mich wieder wohl, dann habe ich immer noch das Gefühl, ich bin besser als damals. Ich bin sicher weiter als damals. Der alte Friedrich Gulda hat einmal gesagt, für einen Mann zwischen 50 und 60 sind die besten Jahre. Das ist jetzt das weniger interessante Teil von dem Zitat. Der interessante Teil kommt jetzt, weil man weiß schon viel und kann noch alles. Und das finde ich einfach interessant, dieses ich weiß schon viel, ich habe schon so viel hinter mir, ich habe schon so viel an Erfahrungen gemacht und auch schlechten, guten, was weiß ich. Und ich bin immer noch in der Lage, sozusagen meine Finger so zu beherrschen oder vielleicht sogar besser, oder als Dirigent bin ich heute sicher besser, als ich voriges Jahr war und besser und so weiter. Und dieses Wissen, das ich jetzt habe, das kann ich jetzt nützen und das brennt dann so in mir. Ich muss dann auch dieses, das muss ich. Das ist kein Wollen oder Dürfen oder Sollen, sondern das ist ein Müssen. Und wenn, solange mich irgendjemand dieses Müssen auch noch ausleben lässt. Ich weiß gar nicht mal, was die Frage war, aber... Ja. Sehr schön. Dieses Müssen ist eigentlich das, was ich ganz am Anfang gemeint habe mit der Präsenz eines Fazioli. Meine Damen und Herren, jetzt zu Ihnen. So, wo bist du? Sie finden auf Ihren Tisch so weiße Karten und den einen oder anderen Kugelschreiber, und jetzt sind Sie dazu angehalten, den sogenannten Morning Report abzugeben. Das heißt, Sie sind eingeladen, etwas zu schreiben, was Ihnen dazu einfällt, was wir so ein bisschen besprochen haben, so in Bezug auf Ihre Meinung und Interpretation und Inspiration. Und bitte, ich bitte Sie gleich leserlich zu schreiben und auch aber anonym. Das heißt, ich werde das dann absammeln und wir werden das dann vorlesen. Also bitte, das sage ich Ihnen im Vorhinein, dass Sie wissen, was Sie schreiben und was Sie nicht schreiben. Morning Report. It's an honor and a privilege, a duty I perform with due sense of decorum and with pride. With deference and great respect. Nein, keine Frage, sondern deine Gedanken dazu, was. What's a hint of second fancy on the side? Keine Frage, nur Antwort. To lay before my ruler all the facts about his realm, to fill him in on all the beastly news. Yes, yes, Gazu, get on with it. Order that His Majesty stands sturdy at the helm, aware of all the former's latest views. Zazu, the morning report. Yes, sire, the morning report. Chimps are going ape, giraffes remain above it all. Elephants remember, though just what I can't recall. Crocodiles are snapping up fresh offers from the banks. Showed interest in my nest egg, but I quickly said, no thanks. We haven't paid the hornbills, and the vultures have a hunch. Not everyone invited will be coming back from lunch. This is the morning report. Gives you the long and the short. Every grunt, war and snort. Let it all through, show you how it's done. The buffalo have got a beef about this season's grass. Warthogs have been brought in attempts to save their gas. Flamingos in the bay are chasing secretary birds. Sample is the season's color seen in all the herds. Moving down the bank and mile from near the bottom run. More fast, many beetles are quite ready.
Scheiben, er sammelt schon ein. Ich glaube, es muss von der Länge und vom Niveau nichts Dostojewski-mäßiges sein. Also. Es kann auch was Nettes über mich sein, also es muss nicht sein. Das ist ganz zu lang. Ja. So. Tja, wir haben. Stefan. Soll ich anfangen? Ja. Fang du an, machen wir halbe, halbe. So. Ja. Das muss leider schon sein. Ja, ja, ich habe auch notfalls meine da liegen. Also hier steht, die Worte über den 50- bis 60-jährigen Mann sind so wahr und ermöglichen die Erkenntnis eines unerschöpflichen, wunderbaren, kreativen Prozesses, der wirklich durch das Muss getragen wird. Wunderbar. Sage ich als zwischen 50- und 60-jähriger alter Mann, ja. Ja, ich konnte es leider nur noch wegen 50 bis 60 nur noch mit Brille lesen. Die, von wem ist der Satz, Schönheit ist immer nur der Köcher? Köder. Köder in der Kunst. Was gibt es für Möglichkeiten, wenn man Repertoire spielt, um einen Gedanken radiert zu erschaffen? Darf ich das einen Gedankenradierer zu erschaffen, damit das Publikum das Denken ausschaltet? Das bezieht sich auf das, was du gesagt hast. Das ist eine Frage an mich. Also erstens, der Satz mit dem Köder ist von Sergio Celibidache, dem großen rumänischen Dirigenten und Musiktheoretiker, würde ich gerne hören, wenn ich ihn so nenne. Der Gedankenradierer. Der Gedankenradierer funktioniert nur dann, wenn vom ersten Ton an die Menschen an das Geschehen gefesselt werden können. Also dass man sie so
dass man sie so erwischt, dass sie gar nicht mehr denken können. Außer sich dem hingeben zu können, nichts. Nein. Ja. Also dann wird es von Ihnen. Nein. Ist ja anonym, ja. Also Handwerk, weiß ich nicht, ob es Handwerk, aber ich glaube schon, dass es Handwerk ist. Man müsste einen Schauspieler fragen. Ich weiß nicht, was tut ein Schauspieler, wenn er den Hamlet-Monolog spricht? Das könnte jedes Kind mitsprechen. Und trotzdem, zum Beispiel ist das schon mal, es gibt einen, der Sverdlovsk Richter hat einmal beschrieben, dass er seinem Lehrer Heinrich Neuhaus oder Heinrich Niegaus, wie die Russen sagen, gefragt hat, wie er es zustande bringt, dass das Publikum merkt, dass die Liszt-Sonate mit einer Pause beginnt. Also die Sonate, H-Moll-Sonate von Franz Liszt beginnt folgendermaßen. Das kommt noch zweimal, dieser Ton. Aber zuerst steht in den Noten eine Pause. Und dann kommt der Ton. Und der Heinrich Neuhaus hat zu ihm gesagt, Slava, du setzt dich beim nächsten Mal, wo du das spielst, auf die Bühne. Und wenn du mit deinen Vorbereitungen fertig bist, schließt du die Augen und zählst bis 30. Und dann machst du hat jeder kapiert, dass eine Pause ist. 30, versuchen Sie einmal bis 30 zu zählen. Soll ich warten, bis Sie fertig sind? Es dauert sehr lang. Das ist Technik. Das ist sozusagen die Pause zu machen. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal mit dem Klaus-Maria Brandauer einen Abend gemacht und der hat, als wir die Gedichte ausgesucht haben und die Musikstücke hatte, ein Goethe-Gedicht, glaube ich, will ich in mein Gärtlein gehen und wie geht das weiter? Will ich in mein Gärtlein gehen, um die Zwiebelchen zu gießen, steht ein Bucklichtmännlein da und fängt an zu niesen. Und danach wollte er Wanderers Nachtruhe lesen. Und dann hat er mit Wanderers Nachtruhe den Anfang, nein, so umgekehrt, zuerst Wanderers Nachtruhe und dann das Bucklichtmännlein. Und dann hat er gesagt, wie schaffe ich das, dass ich Wanderers Nachtruhe, kennen Sie, oder? Über allen Gipfeln ist so, in allen Gipfeln spürst du meinen Hauch und so weiter. Warte nur, bald stirbst, ruhest du auch. So. Und dann hat er gesagt, ich könnte doch eigentlich versuchen, dass der Garten Eden ist. Und dann hat er gemacht, aber ruhest du auch. Will ich in mein Gärtchen gehen? Ich sage das jetzt nur, also es gibt natürlich Technik. Es gibt die Möglichkeit, dass ich sie so lange anschaue, bis sie wegschauen. Wissen Sie, was ich meine? Oder dass ich so lange warte mit dem Spielen bis 30 zählen, dass sie sagen, man spürt denn endlich, oder sie? Und dann kommt irgendwas. Dann hören sie, dann denken sie nicht mehr. Also. Entschuldigung. Nein. Das Gespräch mit Stefan hat viel mich inspiriert, insbesondere wie sein Leben mit dem Wettbewerb begonnen hat. Die Schlüssel zu den Türen haben wir und wir müssen durch hinein. Die Kunst macht etwas sichtbar. In meinem Leben habe ich kurz diesen Satz vergessen und jetzt besonders im Gespräch mich wieder daran erinnert. Da steht viel erfahren über den eigentlichen Menschen, den ich schon länger kannte. Interessant auch die Gedanken eines Künstlers und damit einer Welt, mit der ich selbst nicht so direkt konfrontiert bin. Habe das Frühstück sehr genossen. Also
geschmeckt hat es sozusagen auch. Dankeschön. Stefan, so sympathisch, wie als fescher Jüngling. Ich würde gerne noch was hören. Hast du eh gerade gespielt? Ich habe heute schon die Liszt-Sonate gespielt. Also. Und die Pause. Eine anregende, verständliche und geistreiche Plauderei über Musik, Kunst und den Alltag eines Pianisten. Dankeschön. Oh. Morning Report. Good morning. Die Musik hebt gerade ab und hindert mich am Denken, ist gleich Schreiben. Es ist zu früh für Rock'n'Roll. Danke an Sie für die inspirierende Ausführungen. Soll ich dir versuchen, das? Irgendwie gehe ich noch nicht. Ach, Ausführungen. Das kann ich auch nicht lesen. Das ist, ja. Aber es ist trotzdem sehr, ist sehr nett. Und es ist grafisch sehr ansprechend gestaltet. Das sind zwei Smileys. Ja. So. Ich habe immer die leichteren von der Schrift her. Ja. Wenn ich mir wünsche, dass Menschen bei meinem Konzert aufhören zu denken, gehört das im Vorfeld nicht im Konzertsaal zum Ausdruck gebracht. Also eine Erziehung des Publikums als Aufgabe annehmen und Wege suchen, um das Faktum des Nichtdenkens zu ermöglichen. Nämlich zur Kenntnis. Ich glaube, dass der Mensch unerschöpflich ist, nach oben hin offen, wie die Mercalli-Siebert-Skala. Ich bin kein Naturwissenschaftler. Richtig geschrieben? Fragezeichen. Ja, wenn ich wüsste, was die Mercalli-Siebert-Skala ist, dann würde ich auch wissen, ob es richtig geschrieben ist. Ich würde sagen, wir nehmen die Richter-Skala, die ist auch nach oben offen und die weiß jeder, wie man sie schreibt. Ja, wie das Watzlaw Richter. So, da steht Steinway in Klammer. Die anonyme Frage. Was denken Sie von dem... Slave Contract, dass Musiker verhindert, irgendein anderes Klavier als Steinway im Konzert zu spielen. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wovon Sie sprechen, weil es gibt keine Slave Contract, es gibt überhaupt keine Contracts. Habe ich gerade mit Steinway, ist halt so, wenn man mit Steinway spielt im Konzert, dann darf man nur mit Steinway spielen. Das ist vielleicht nur so in Amerika, aber ich weiß, dass man dann nur mit Steinway spielen darf, also man darf keine, wenn man ein großer Musiker ist, weil man darf keine Yamaha spielen im Konzert oder so weiter, man muss nur Steinway spielen. Das stimmt nicht, nein, das wird immer wieder behauptet, aber das stimmt leider nicht. Man kann einen Pianisten nicht zwingen. Wie soll ich ihn zwingen? Also ich sage, wenn du einen Yamaha spielst, schieße ich dir eine Kugel in den Kopf. Oder? Also es verdient auch kein Musiker Geld dabei, dass er Steinway spielt. Ganz im Gegenteil, Steinway braucht das nicht. Steinway hat einen Marktanteil von 99,9 periodisch im Konzertsektor. Also die brauchen niemanden zwingen zu irgendwas. Es gibt eh keine Alternative. Aber das wird immer wieder behauptet und stimmt aber nicht. Na gut, so, bevor wir noch zu einem Ende kommen, möchte ich noch ein Gedicht vorlesen. Ich glaube, es kommt noch was, da wird noch heftig geschrieben. Ah, okay. Und da wissen wir jetzt nicht, von wem es ist. Das liest du jetzt, oder? Eine weitere anonyme Frage. Wenn du nicht ein Pianist geworden wärst, was wäre dann dein Beruf? Weiß ich nicht. Habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht. Aber mein Beruf ist auch nicht Pianist. Weil mein Beruf ist Musiker. Und da gehört so viel dazu. Ich spiele Klavier, ich dirigiere, ich unterrichte, ich veranstalte Konzerte, ich mache Festivals, ich mache
denke über Musik nach, 24 Stunden am Tag. Und da fällt mir immer der Ausspruch vom General Moltke ein, der gesagt hat, der Tag hat 24 Stunden und wenn das nicht reicht, dann müssen wir die Nacht durcharbeiten. Also wenn die 24 Stunden nicht ausreichen, um über Musik nachzudenken, dann denke ich auch, dann träume ich auch noch davon. Ja, unsere Regierung führt gerade den 12-Stunden-Tag ein und in Schweden den 6-Stunden-Tag. Ja, okay. Now to something completely different. Brief an meinen Sohn. Ich möchte endlich einen Jungen haben, so klug und stark, wie Kinder heute sind. Nur etwas fehlt mir noch zu diesem Knaben. Mir fehlt nur noch die Mutter zu dem Kind. Nicht jedes Fräulein kommt dafür in Frage. Seit vielen langen Jahren suche ich schon. Das Glück ist seltener als die Feiertage. Und deine Mutter weiß noch nichts von uns, mein Sohn. Doch eines schönen Tages wird es dich geben. Ich freue mich schon heute sehr darauf. Dann lernst du laufen und dann lernst du leben. Und was daraus entsteht, heißt Lebenslauf. Zu Anfang schreist du bloß und machst Gebärden, bis du zu anderen Taten übergehst. Bis du und deine Augen größer werden und bis du das, was man verstehen muss, verstehst. Wer zu verstehen beginnt, versteht nichts mehr. Er starrt entgeistert auf das Welttheater. Zu Anfang braucht ein Kind die Mutter sehr. Doch wenn du größer wirst, brauchst du den Vater. Ich will mit dir durch Kohlengruben gehen. Ich will dir Parks mit Marmorvillen zeigen. Du wirst mich anschauen und es nicht verstehen. Ich werde dich belehren, Kind, und schweigen. Ich will mit dir nach Wo und Ypern reisen und auf das Meer von weißen Kreuzen blicken. Ich werde still sein und dir nichts beweisen. Und wenn du weinen wirst, mein Kind, dann will ich nicken. Ich will nicht reden, wie die Dinge liegen. Ich will dir zeigen, wie die Sache steht. Denn die Vernunft muss ganz von selber siegen. Ich will dein Vater sein und kein Prophet. Wenn du trotzdem ein Mensch wirst, wie die meisten, all dem, was ich dich schauen ließ zum Hohn, ein Kerl, wie alle, über eine Leisten, dann wirst du nie, was du sein sollst, mein Sohn. Das ist von Erich Kästner und er hat das geschrieben 1932 und als er das veröffentlicht hat, hat er dann unglaublich viele Zuschriften von Damen bekommen, die sich aufgefordert gefühlt haben, sich anzubieten als Mütter dieses Sohnes. Da steht auch die Anmerkung wahnsinnig klein. Da der Autor nach dem Erscheinen des Gedichts in einer Zeitschrift Briefe von Frauen und Mädchen erhielt, erklärt er, vorsichtig geworden hiermit, schriftliche Angebote dieser Art werden nicht berücksichtigt. Aber warum ich das jetzt gelesen habe, Stefan, wir haben noch etwas gemeinsam, die relativ späte und glückliche Vaterschaft. Wie ist das? Hat das dein Leben auch komplett über den Haufen geworfen oder nur bei mir? Also es hat bei mir vor allem eines, eines bewirkt. Ich habe früher immer gedacht, also alle Eltern immer behaupten, dass ihre eigenen Kinder die Besten sind. Jetzt weiß ich, dass sie alle Unrecht haben. Moment. Nein, es ist natürlich, wie wir alle wissen, bleibt kein Stein am anderen und es verändert sich alles radikal. Aber ich finde, ich lerne, glaube ich, mehr von meiner Tochter als sie von mir. Weil sie vor allem, also das ist, was ich vorhin gesagt habe, dieses, was mich so fasziniert, da kommt diese unbeschriebene leere Festplatte auf die Welt und dann wird die von verschiedenen Seiten wird diese Festplatte beschrieben und je mehr da draufsteht, desto mehr fangen sich an, diese Informationen zu verlinken und das tut sich bei jedem, je nach Charakter oder je nach Prädisposition tut es das anders. Das ist total spannend anzuschauen, wie sich ein Charakter entwickelt und
wie sich ein Mensch entwickelt, wie ist es da so gekommen, dass ich so denke, wie ich denke, weil ich habe sozusagen die gleichen Informationen und die gleichen Möglichkeiten gehabt, wie zum Beispiel meine Brüder oder so. Und das ist total spannend. Und diese Offenheit und diese Vorurteilslosigkeit, mit der Kinder an Dinge herangehen und auch diese Schnelligkeit in der emotionalen Reaktion, wenn ihnen was nicht passt, wird sofort losgeheult. Und dann ist man als Eltern immer, denkt man sich, um Gottes Willen, jetzt muss ich das damit aufhören, wegen dem sie jetzt weint und so, anstatt dass man einfach, ja, die weint jetzt, weil die will jetzt. Und so, das ist dann, also da lerne ich wahnsinnig viel. Ob ich das jemals brauchen werde, was ich da lerne, weiß ich nicht, aber spannend ist es auf jeden Fall. Gibt es so, ich bin immer beim Wort Werte sehr vorsichtig, weil der Nietzsche hatte Werte erfunden, bis dahin gab es immer nur Ideen, weil Werte sind immer verhandelbar und Ideen sind nicht verhandelbar, die Idee der Freiheit oder der Menschenrechte und so, und jetzt kann man das verhandeln, was ist mehr wert. Gibt es so Ideen, die du deiner Tochter vermitteln willst? Oder gibt es etwas, also was der Kästner da schreibt, gibt es etwas Wichtiges? Gibt es etwas grundsätzlich Wichtiges, glaubst du? Ja, ich glaube schon. Also wir sind gerade jetzt im Moment in einer Zeit, wo ich finde, dass es immer wichtiger wird, sehr früh das grundsätzlich Wichtige einmal festzulegen, dass es eines gewissen Humanismus bedarf, um eine Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Was sich da im Moment auf der Welt abspielt an inhumanem Gedankengut und Vollidioten, die von einer ungebildeten Masse an irgendwelche Machtzentren gehoben werden, das ist ja wirklich, wirklich ganz, ganz traurig, und das muss man einfach für die folgenden Generationen versuchen zu verhindern und den jungen Menschen einfach zwei Dinge mit zu ermöglichen auf ihrem Weg. Das eine ist eine Bildung und das andere ist eine Herzensbildung. Und wenn das vorhanden ist, dann sehe ich gute Möglichkeiten für die Zukunft. Wenn das nicht vorhanden ist, dann wird es genau in die Richtung weitergehen, in der wir uns jetzt bewegen. Und dann wünsche ich meiner Tochter nur alles Gute, dass sie das irgendwie gut durchsteht. Meine Damen und Herren, Stefan Vlada war heute zu Gast bei uns und ich freue mich sehr. Und Wild But Heart wird jetzt eine lange Pause haben, weil ich jetzt bis Jänner 2019 nicht mehr in Österreich sein werde. Und danach soll es aber weitergehen. Und ich danke sehr fürs Kommen. Schönen Sonntag.